Hallöchen ihr Lieben, so herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Minefactory 2.5. Ja, wir haben beim letzten Mal ja ein bisschen Kies gemacht und ich glaube ich hüpfe jetzt erstmal ins Bettchen, kann ich noch gar nicht gut, dann können wir noch ein bisschen gießen gehen. Ach nee, gieß gerne mal da hinten. Ne, da nicht. Ja. Oh, da sehe ich schon wieder, da haben wir auch schon wieder gut was zusammengekriegt, das ist sehr fein. Das können wir mal mitnehmen, die Steine lagern wir einfach mal hier zwischen. Hier vorne machen wir uns mal ein bisschen Platz für die ganzen Sachen, was wir immer so haben müssen. Den Rest lassen wir einfach mal da, den Rest lassen wir einfach mal da. So, jetzt dürfte auch Zeit für ein Bettchen sein. Das ist dann immer besser. Kann ich schon mal einen Schluck trinken. Wo? Oh, was war das? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Auf jeden Fall... ich glaube, Facebook hier hat so eine Meldung dazwischen geschickt und jetzt ist hier irgendwie gerade nicht das, was ich haben möchte, nämlich, dass der mal wieder auf Vollbild geht. Gehst du auf Vollbild? Jetzt geht er auf Vollbild. Ja, diese lieben Browserbenachrichtigungen. Wenn die reinspringen, dann kloppt das ganze Programm raus. Ich denke mal, das werde ich dann irgendwie mal schauen, ob ich das abschalten kann demnächst, weil das ist mir langsam echt lästig. Das ist jetzt schon bei verschiedenen Programmen passiert, wo man dann auf Vollbild irgendwas macht, auch bei anderen Spielen. Und zack, hat man da irgendwie so eine Benachrichtigung, knallt raus. Also das muss ja nicht sein. So, hier können wir auch direkt mal wieder auffüllen. Beziehungsweise haben wir ja gesagt, wir können die eigentlich drin lassen. Da haben wir nämlich schon wieder eine neue Pflanze. Ihr seht, das geht mit der Zeit dann immer schneller. Ich fand es echt langsam so, wo ich das erste Mal gemacht habe. Und da habe ich so gedacht, boah, ne, da bist du bestimmt eine halbe Stunde, Stunde und so. Ich meine, klar, eine halbe Stunde. Wird das mit Sicherheit mal dauern oder auch eine Stunde, bis man dann so alles voll hat. Das braucht schon seine Zeit, so ist es nicht. Aber im Endeffekt, sage ich mal, wenn man dann hier in so einem Let's Play ist, erstens mal, es füllt hier und da ein bisschen die Zeit auf, wenn man mal erzählt, wie jetzt. Und zum anderen, wenn man es dann fertig hat, dann geht es nachher auch sehr gut mit dem Rest voran und dann lohnt sich das auch vorher mal ein bisschen Zeit da rein zu investieren. Vor allem, wenn man dann so mal ein bisschen experimentieren können mit den anderen Pflanzen. Also ich hatte schon mal Wasser angepflanzt, diese Wassersamen. Und ich habe auch schon mal die Erdsamen jetzt angepflanzt. Ich hatte dann irgendwie Glowstone, glaube ich, habe ich angepflanzt. Eisen wollte ich. Und was ich jetzt gesehen habe, es gibt auch noch so eine Nature Seeds quasi. Wenn man die hat, da kann man dann Seerosenblätter auch draus herstellen. Das wäre natürlich auch sehr, sehr nice. Weil das fehlt mir so ein bisschen immer, dass man die auch mal hätte herstellen können, um eben so ein bisschen besser mit Wasser zu agieren. Von daher werde ich das dann, glaube ich, auch mal ausnutzen, dass man die hier produzieren kann. Und da machen wir uns nämlich hier irgendwann, wenn wir dann soweit sind, dass es darum geht, so ein bisschen kreativer zu bauen. Denn hier mit dem Sky Factory, da hat man natürlich wirklich die Möglichkeit, sich alles quasi so weit zu automatisieren, dass man quasi wie im Kreativmodus spielt, nur ohne Fliegen. Wobei es gibt, glaube ich, bei FeedTheBeast auch so Jetpacks, mit denen kann man fliegen. Ich habe die selbst noch nicht ausprobiert, habe es aber mal gesehen, dass manche das machen. Und theoretisch könnte man dann vielleicht auch hier fliegen. Das mag ich jetzt aber nicht beschwören, weil ich da einfach nicht in der Materie drin bin. So, einen brauchen wir noch. Dann haben wir schon den nächsten Samen wieder. Also das geht doch relativ zügig hier, muss ich sagen. Aber ich denke, das liegt auch wirklich daran, weil man dann so ein bisschen am Erzählen ist und nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Ja, ansonsten bin ich so privater naturmäßig dabei, das Tower Defense Spiel weiterzubauen. Ich weiß nicht, ob ich euch überhaupt davon schon erzählt hatte, aber ich bastel momentan wieder an einem Tower Defense rum. Und hatte jetzt so ein kleines Problem mit den Vererbungen, bin ich nicht so ganz zufrieden, dass da die Eigenschaften der Prototypen so übergeben werden, dass die quasi nur verlinkt sind und nicht eigenständig. Da muss ich mir dann nochmal was einfallen lassen. Wenn das da nämlich soweit ist, dann werde ich das... Na, da sollst du nicht hin, das soll dahin, so. Wenn ich das nämlich noch hinkriege, dann wäre ich schon so weit langsam, dass ich das... mehr oder weniger eine Alpha-Version reinsetzen kann, weil es dann schon spielbar ist. Dann kommt eigentlich nur das Balancing so ein bisschen dran und dann geht es an den grafischen Part. Aber dafür muss ich das Problem noch lösen, weil momentan ist es so, wenn ich einen Tower upgrade,
Ich hatte das vorher anders, da war es nicht das Problem. Jetzt ist es aber, weil ich das anders aufbauen möchte, um flexibler zu sein, was die Türme angeht. Deswegen auch dieses mit der Vererbung. Es ist aber leider so, dass wenn ich jetzt irgendwo ein Upgrade dazu kaufe und dann quasi die Flag fürs gekauft auf Ja setze, dann ist das leider überall auf Ja bei diesem Turmtypen. Und das ist natürlich absolut nicht Sinn der Sache, sondern es sollte eigentlich nur für diesen einen Turm gelten. Und da muss ich halt mal schauen. Wie weit sind wir eigentlich da hinten? Die Felder sehen bald schon wieder aus, als wenn sie geerntet werden können. Das ist sehr schön. Ja, auf jeden Fall, das muss ich in den Griff bekommen. Wenn ich das im Griff habe, dann geht der Rest auch da weiter. Und dann können wir mal schauen. Dann dürfte es nicht allzu lang dauern, bis auch mal eine Beta-Version online ist oder eine Pre-Alpha, also eine Alpha-Version quasi. Pre-Alpha ist es ja gerade. Es ist quasi spielbar, aber nicht so, wie es sein sollte. Dann geht es quasi in die Alpha-Version, wo es mehr oder weniger spielbar schon ist, aber halt noch nicht komplett fertig die Version. Dann kommt irgendwann die Beta-Version, wo es dann spielbar ist und schon ein wenig auch nach Spiel aussieht, wo dann aber halt noch die letzten Bugs gefixt werden müssen und ja, dann sollte irgendwann die erste Version mal rauskommen. Es wird aber höchstwahrscheinlich zwei, drei verschiedene Versionen geben, da ich einfach so ein bisschen, was das ganze Upgrade-Verhalten angeht, bei dem Tower Defense Game mal ein bisschen rumprobieren möchte. Weil ich da so ein paar Ideen habe, was man da machen könnte und einfach mal sehen möchte auch, was die Menschen so draußen gerne mögen. Welches Verhalten, beziehungsweise wo man vielleicht auch strategisch besser mit agieren kann dann. Da müssen wir dann mal schauen. So, das soweit schon mal zur privaten Natur, so falls es jemand interessiert. Ich bin ja öfters mal so, dass ich auch ein bisschen was Privates reinbringe, wo ich dran arbeite. Und ja, damit es halt nicht nur immer hier direkt um Minecraft geht. Ich müsste auch, glaube ich, noch Stardew Valley aufnehmen. Ich glaube, da hinten ist ein Feld fertig, wenn ich das richtig sehe. Ups. So, diesmal die richtige Taste drücken. Leider kein Samen rausgekommen. So eine Route setzen wir da aber nachher noch mal ein paar Knochen ein. So, erstmal wieder voll futtern hier. Das Schöne ist, hier auf das Feld kann man immer so rauflaufen. Da muss man nicht springen. So. Na, jetzt habe ich da den Apfel hingepackt, die Stepp. Ne, die tauschen wir auch mal um. So rum. Na. Ist schöner und einfacher. Ja, ich bin mal gespannt, wie das auch mit dem Ton und alles klappt. Ich hoffe, das ist nicht zu leise hier, weil ich habe das Mikro jetzt so ein bisschen schräg stehen, hier direkt vor mir, damit das nicht immer hier so ein Bild ist. Das war sonst immer so ein bisschen blöd, wenn das so ein Bild ist. Nicht nur für euch, dass ihr das seht, sondern für mich auch hat das den Monitor so ein bisschen blockiert. Deswegen habe ich jetzt versucht, das mal so ein bisschen seitlich zu stellen. Jetzt ist es nicht mehr für euch ein Bild und für mich nimmt es gerade nur so ganz wenig weg am äußersten Rand in der Ecke. Also das ist absolut in Ordnung für mich. Und gleichzeitig habe ich es heute auch halt mal geschafft, die Softbox mal aufzustellen, was mich auch so ein bisschen freut. Und ich hoffe, das ist auch akzeptabel. Das werde ich mir dann gleich mal anschauen. Ihr wisst ja, ich bin gerne experimentierfreudig und nehme dann erstmal auf und stelle dann fest, hups, du hast zum Beispiel vergessen, das Mikrofon zu initialisieren oder hoch, du hast das falsche Format aufgenommen. Passiert halt schon mal. So hat man aber immer einen gewissen Kick. Ist halt alles so ein bisschen semi-live. Oder wie soll man es nennen? Ich weiß nicht. Also, ich nehme es einfach auf, ohne zu schneiden. Das heißt, wenn was passiert, was passiert. Es ist aber jetzt nicht gestreamt. Wobei das demnächst auch wieder kommen wird. Über Twitch dann, dass wir ein bisschen streamen werden. Aber halt so wie Zeit da ist. Jetzt am Wochenende hatte ich da einfach nicht so den Nerv drauf. Das Wochenende mal halt ein bisschen anders verbracht. Dadurch, dass die Zeit momentan auch immer so ein bisschen knapp ist mit meiner Freundin, genießt man das Wochenende dann auch schon mal ein bisschen anders, als jetzt nur hier dann rein am Rechner zu hängen. So. Ich denke, wir kommen ganz gut voran. Also wir haben schon wieder einige Pflanzen dazu bekommen. Und wenn wir dann hier das Feld so weit mal aufgefüllt haben, das geht ja auch jetzt relativ schnell, irgendwo ploppt immer so ein Pflänzchen mittlerweile auf.
Wenn wir das dann hier mal voll haben, dann sollte es auch relativ zügig gehen. Jetzt haben wir direkt schon wieder drei Stück. Das ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Hausnummer. Dann lohnt sich das auch schon mal immer hier so durchzurennen. Und wenn man das ganze Feld dann voll hat, dann geht das auch recht zügig. Und dann können wir nämlich ganz schnell die anderen nachzüchten. Da müssen wir ja noch erstmal diese Infusion Stones oder wie die heißen, herstellen, damit wir dann das grüne Pulver in oranges, gelbes, blaues Pulver umwandeln können. So, die ploppen jetzt alle nacheinander so ein bisschen auf. Dann können wir mal so drei, vier auf einmal einsammeln. Dann mal schon nochmal auf 4. So, dann können wir hier nämlich auch schon wieder eins voll machen. So, es wird ja langsam, es wird. Sehr nice. Ich meine, jetzt ist schon wieder ein ganzer Tag rum. Eine Aufnahme fast voll. Huch. Entschuldigt. Da war die Aussprache etwas feucht. So, wieder 4 Stück. So, das ist ja schon wieder eine halbe neue Pflanze. Also, das ist dann echt nice. Wenn das so flott geht, dass die sich immer mal abwechseln, da ist schon wieder einer gekommen. Fantastisch. So, Nummer 2, Nummer 3. Kommt noch einer, dann haben wir eine neue Pflanze. Kommt schon, da. Ja, da könnte man jetzt so ein kleines Wettspiel drauf machen, welche Pflanze ploppt als nächstes. So, dann holen wir uns nämlich die noch. So, und dann gehen wir mal eben ins Bettchen, damit es wieder heil ist. Und dann kümmern wir uns, glaube ich, auch mal eben um die Bäume. Machen wir jetzt auch anders. Wir holen uns jetzt erstmal nur das Holz, oder? Ah, ja, gut, jetzt habe ich es auch schon erwischt. Ist aber eigentlich auch wurscht, denn das Ding kann eigentlich ruhig matsch gehen. Das können wir ja hier immer wieder quasi aufladen. So. Ich gehe mal eben die Monsterchen noch kaputt hauen. Sind gerade schon wieder so schön viele. Dann kriegen wir nämlich direkt neue Knochen. Das ist ja. Oh, wir haben einen goldenen Helm, glaube ich, gerade eingesammelt, wenn ich das richtig gesehen habe. So, die Creeper gehen echt super schnell kaputt. Das freut mich. Dann ist das Risiko nicht mehr ganz so hoch, dass die explodieren. Wegen den anderen Monsterfallen, da was ich erzählt habe, von wegen Ventilator und irgendwelchen Spikes oder sowas, da muss ich mich erst noch informieren. So, dann packen wir das weg, das weg, das weg. Knochen haben wir schon mal wieder sehr schön. Haben wir einen Helm an? Wir haben einen Helm. Der ist auch relativ gut, würde ich sagen. Dann packen wir den goldenen Helm erstmal weg. Ich glaube, den kann man auch einschmelzen, oder? Probieren wir mal. Wir haben ja, glaube ich, noch so Goldnagel-Dinger. Nehmen wir die auch mal mit. Dann gucken wir mal, ob wir den einschmelzen können. Ist da irgendwas drin? Nee, ist nicht. Können wir den einschmelzen? Scheinbar nicht. Schade, ich habe immer gedacht, die kann man einschmelzen. Aber vielleicht geht das auch nur, wenn die vollständig sind. Huch. Wollte ich gar nicht einsammeln. Naja, gut. Hier ist alles voll, sehe ich gerade. Ach so, weil da jetzt noch die Samen und so zukommen, ne? Dann nehmen wir alles mal raus, was wir jetzt hier gerade nicht brauchen. Das brauchen wir hier nicht, das brauchen wir hier nicht, das brauchen wir hier nicht. Das Zeug sowieso nicht, genau wie das Zeug nicht. Da weiß ich auch noch nichts mit anzufangen. Der ist jetzt gerade die Erde am Durchsieben. So, das Zeug packen wir jetzt einfach mal hier hinten in die Schmuddeltruhe. Soweit möglich. Irgendwann ist die Schmuddeltruhe auch voll. Jo, ist sie schon. Dann machen wir da drüber noch eine Schmuddeltruhe. 1, 2, 3, 4. So, machen wir hier einfach noch eine Schmuddeltruhe drauf. Wo wir den Rest reinbringen. Da haben wir wieder. Ah, diesmal gibt es auch grün. Das ist sehr gut. Packen wir einen dazu, dass wir da immer mehr kriegen mit der Zeit und den Rest nehmen wir rüber zum Tisch. So, schnell wieder eingesammelt, wieder hingepflanzt. Und dann kann es schon weitergehen. Wobei, ich sehe gerade, die Folge ist ja auch schon bald wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ja, ein paar Kommentare sind auch immer ganz nice. Vor allem, wenn ihr da noch weitere Kommentare habt. Ihr seht, ich bin. Gut, ist gut, ja. Ich bin auch bemüht, so ein bisschen dann euren
Infos nachzugehen, das Ganze ein bisschen auszubauen. Ich denke mal, mit der nächsten Folge wird das dann auch kommen, dass wir so langsam mal an die Erdsamen rangehen da, damit wir das schon mal so ein bisschen starten, das Projekt. Und ja, ansonsten viel Spaß auf YouTube und Twitch. Bis dann. Tschüss.